Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wer in den letzten Monaten die Presse aufmerksam verfolgt hat, wer sich in sozialen Netzwerken bewegt hat und wer vielleicht auch mal einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik geworfen hat, der kann von diesem aktuellen Verfassungsschutzbericht eigentlich nicht überrascht sein. Das macht aber die aktuelle Entwicklung, die wir haben, von Gewalt, von Hass in unserer Gesellschaft aber nicht weniger dramatisch. Ein Anstieg der politisch motivierten Kriminalität um insgesamt 28% im Vergleich zum Vorjahr, eine Verachtfachung rechter Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, ein Anwachsen der gewaltbereiten, verfassungsfeindlichen, salafistischen Szene auf 2.700 Personen in Nordrhein-Westfalen, eine Verdopplung der Straftaten im Bereich der politisch linksmotivierten Kriminalität. Das muss uns allen hier Sorgen machen. Das ist eine Entwicklung, die wir hier so nicht stehen lassen können, womit man sich beschäftigen muss. Aber diese Entwicklung der Landesregierung zuzuschreiben, verkennt aus meiner Sicht nicht nur den bundesweiten Trend, sondern ich finde das ehrlich gesagt auch arg unterkomplex, auch für die Opposition, solche Behauptungen aufzustellen. Für den Bereich des Rechtsextremismus muss man sagen, dass es in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten eine gewaltbereite Neonazi-Szene gibt. Wir arbeiten das ja gerade auch im NSU-Untersuchungsausschuss sehr gut auf. Rechtsextremismus ist kein Ostproblem, das war es nie. Es wurde hier lange Zeit verharmlost, zu lange. Rechtsextremismus ist aber auch kein gesellschaftliches Randphänomen, sondern rechtsextremistische, rassistische, andere menschenfeindliche Einstellungen sind in der Mitte der Gesellschaft vorhanden. Das wissen wir seit Jahren aus Studien. Und diese Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft bieten den Nährboden, bieten die Legitimation für rechtsextreme Übergriffe. Und wenn man sich jetzt die Zahlen mal anguckt, dann ist ja interessant zu sehen, dass die Zahlen im vierten Quartal 2014 rasant angestiegen sind, die Zahlen bei den Übergriffen auf die Flüchtlingsunterkünfte. Zeitgleich hatten wir die Demonstrationen von Hogesa, von Pegida, wir hatten die Radikalisierung bei der AfD. Das sind Zusammenhänge, die man hier auch mal nennen muss. Und wenn Mitglieder der AfD zum Beispiel den Holocaust leugnen, wenn sie Schießbefehle propagieren, wenn sie gegen schwarze Nachbarn hetzen, wenn sie Flüchtlingskinder vom Regelunterricht ausschließen wollen, dann schürt das Hass in unserer Gesellschaft, der schnell zu rassistischer Gewalt umschlagen kann. Das muss man wahrnehmen, das muss man so klar benennen hier. Und wir wissen einfach, dass zwei Drittel der Tatverdächtigen der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte den Sicherheitsbehörden vorher nicht als organisierte Rechtsextreme bekannt waren. Das heißt, das Personenpotenzial, das Anschläge begehen kann, ist höher als das, was wir im organisierten Rechtsextremismus haben. Das ist besorgniserregend, aber hier der rot-grünen Landesregierung Untätigkeit vorzuwerfen, also Entschuldigung, das zielt eindeutig ins Leere, und da vermisse ich auch die Lösungsansätze der Opposition. Wir haben seit Regierungsantritt vielfältige Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Rechtsextremismus angegangen. Im Bereich der Repression wurden vier gewaltbereite Kameradschaften verboten. Die Kameradschaft Aachener Land, die Kölner Kameradschaft Walter Spangenberg, die Kameradschaft Hamm und der Nationale Widerstand sind 2012 verboten worden. Zugegebenermaßen, das gehört auch zur Analyse dazu, stellt uns das vor neue Herausforderungen, insbesondere was die Partei, die Rechte angeht. Aber ich will hier auch noch mal klar sagen, diese Kameradschaftsverbote waren ein richtiges und ein wichtiges Signal in die rechtsextreme Szene. Aber nicht nur das, wir haben die Sonderkommissionen in den Polizeipräsidien eingerichtet. Wir haben, Herr Biesenbach, eine eingerichtete Taskforce beim LKA, die sich damit beschäftigt, rechte, menschenverachtende, hetzende Postings im Internet herauszufiltern und zur Anzeige zu bringen. Da sind diese Spezialisten, die Sie gesucht haben. Vielleicht gucken Sie sich solche Sachen einfach mal an, bevor Sie solche Behauptungen hier aufstellen, wir würden nichts tun. Das stimmt einfach nicht. Wir setzen die Spezialisten an den richtigen Stellen ein, und es stimmt nicht, dass wir hier untätig wären. Aber, und das ist auch klar, Repression alleine wird es nicht schaffen. Wir brauchen die Prävention. Und deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen zwei Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt eingerichtet. Wir haben die mobilen Beratungsteams in die Landesförderung aufgenommen. Wir fördern Aussteigerprogramme beim Verfassungsschutz und ein zivilgesellschaftliches Programm. Wir haben im letzten Plenum erst das Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus hier vorgestellt. Das sind nur einige von vielen wirklich wichtigen Bausteinen im Kampf gegen Rechts, die wir von SPD und Grünen auf den Weg gebracht haben. Und ehrlich gesagt, ich habe an vielen Stellen hier die Unterstützung von CDU und FDP vermisst. Ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam an derselben Seite kämpfen und uns gegen Rechtsextremismus aufstellen.
Dieses Zusammenspiel von Repression, von Prävention brauchen wir meines Erachtens auch im Vorgehen gegen den gewaltbereiten, verfassungsfeindlichen Salafismus. Die jüngsten Anschläge in Europa, nicht zuletzt der Anschlag, der ja erstmals nicht nur geplant, sondern auch vollzogen war hier in Deutschland, den Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen, zeigen, dass es einfach eine große Gefahr von dieser neosalafistischen Ideologie gibt. Aber man muss auch klar sagen, dass die erschreckende Bilanz von Terroranschlägen in Westeuropa nur ein Teil der Gewalttaten sind, die vom IS verübt wurden. Die Kampfhandlungen und Anschläge des IS in Syrien, im Irak, in der Türkei, in anderen Ländern haben bisher viele Todesopfer gefordert. Und deshalb, und nicht nur, weil wir uns vor den Rückkehrern fürchten, sondern auch, weil Personen auch aus Deutschland Anschläge woanders begehen, deshalb ist es so wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden die Verhinderung von Ausreisen nach Syrien und den Irak betreiben und da auch gefragt sind. Zuletzt geht es aber immer darum, den Zulauf zur salafistischen Szene zu stoppen. Und dabei, und das ist mir in dieser bisherigen Debatte heute auch viel zu kurz gekommen, es muss doch auch darum gehen, zu gucken, wer geht eigentlich zu dieser salafistischen Szene. Wir haben momentan vor allen Dingen einen Zulauf von Minderjährigen und von Frauen, von Mädchen und von jungen Frauen. Und deshalb müssen wir doch gerade auf diese Zielgruppen auch ein Augenmerk lenken. Und das ist mir hier ehrlich gesagt bisher zu kurz gekommen. Wir müssen doch die Fragen stellen, warum sich junge Menschen radikalisieren, warum es eine Anziehungskraft gerade auch für junge Frauen gibt. Und wir haben hier vor einem Jahr ein Handlungskonzept noch nicht beschlossen, sondern die Landesregierung beauftragt, eins zu erstellen in diesem Themenfeld. Das ist auf dem Weg, wird gerade erarbeitet. Sie kennen zudem alle das Projekt Wegweiser, das noch ausgebaut werden soll. Und ich finde, das ist die richtige Antwort auf den Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen. Wir brauchen nicht weniger Prävention, wir brauchen mehr Wegweiser, wir brauchen mehr Prävention. Und deshalb ist es gut, dass wir hier auch weiter ausbauen. Und noch etwas. Wir haben hier 2013 auch unter dem Eindruck der NSU-Mord- und Terrorserie haben wir hier eine Verfassungsschutzreform in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben. Wir haben den Verfassungsschutz hier in NRW richtig aufgestellt und richtig fokussiert auf die gewaltbereiten Szenen. Und wir haben den Verfassungsschutz in den letzten Jahren massiv personell gestärkt. Gerade wir Grüne haben immer gesagt, wir wollen keine Verschärfung von Sicherheitsgesetzen, wir wollen, dass die Sicherheitsbehörden personell gut ausgestattet sind. Und das haben wir in Nordrhein-Westfalen getan. Aber das ist auch mein letzter Satz. Aber die Arbeit des Verfassungsschutzes kann natürlich nie und niemals die Arbeit unserer demokratischen, unserer vielfältigen Gesellschaft ersetzen, und das soll er auch nicht. Es braucht engagierte Demokratinnen und Demokraten, die Gewalt und Hetze eine Absage erteilen und sie sich stark machen für Vielfalt, für Demokratie in diesem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank.